Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Dishonored. So, Emily hat sich jetzt da hingesetzt. Und ja, bitte muss ich wohl nehmen mal mit. Ist das mystisches Wahlartefakt? Ah, heute noch ein Artefakt. Noch ein Artefakt. Das Tagebuch der Lumpengräfin. So. J. Knochen und der Fakt im Winterwald. Kosten mir durch den Wasserweiser hatten letzte Monat zurück. Okay. Weißratten glauben dich nicht an. Du bist aber Wasserweißratten. Okay. Sie liest ein Buch, das ist okay. Noch ein paar Artefakte, noch ein Artefakte. Noch ein Beutel. Slugshaw, Jugend- und Strafgeister. Ja. Nee, Strafregister. Keine Ahnung, wer er wusste. Mehr kommt wie ein Blutochse. Strand aus der Seitentür. Als alles vorbei war. So, bitteschön. Nochmal noch nach der Wacht. Du gutes Schwert, du warst ja häufiger. Geil. Du hast wieder zerschossene Whiskyflaschen mit 10% Ziel. Oh Gott. Was soll ich mit Whiskyflaschen? Oh, noch mehr Knochen, fuck da, Alter, leck mich doch. Oh, gut, ist gut. Gerüchte und Sichtungen. Dumm, 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 dumm. Und was hab ich gesagt? Beutel. Der kaiserliche Spion. So, hab ich jetzt alles. Ja, anscheinend. Du kannst etwas schneller schwimmen. Kinder verfehlen dich häufiger mit vollen Bolzen. Ein erfolgreicher Falkenangriff gibt dir etwas Gesundheit zurück. Du kannst unter Wasser etwas länger atmen. Wenn du dich ein Schlüsselloch schaust, bekommst du dich deine Sicht. Oh. Sehen wir so. Erstmal. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Zirkel der Aszendenz hat Teague Martin zum Oberaufseher ernannt. Lasst uns seine Wahl preisen. Der Einsetzungsball wird ohne Verzögerung stattfinden. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. No. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lord Regent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lord Regenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten? Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt. Und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral. Ich kann Ihnen nicht helfen.
Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Ah, mein Arm. Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. Jetzt wird's lecker. Sokolov. Nein, keine Ratten. Stopp, aufhören. Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe ihre Rückenansicht gemalt und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Beul es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja, sie werden sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde... Wo geht's hier aus? Ach da. Ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay. Ich wusste, dass Sokolov uns sagt, was wir wissen wollten. Er mochte den Lordregenten noch nie. So, reden wir mal noch ein bisschen mit den Leuten hier und dann waren Sie mal in der Seeschlacht? Machen wir es im nächsten Mal weiter. Aber natürlich. Haben Sie Ratten gesehen? Sagen Sie, was Sie wollen. Der königliche Arzt kennt seine Weinsorten. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Kann ich hier nochmal mal einen Würfel machen? Ich weiß gar nicht. Corvo ist im Obergeschoss und kümmere mich um etwas Wichtiges. Kommen Sie zu mir, wenn Sie was brauchen. Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Sie haben bereits den Geist des großen Sokolov erforscht. Ich bin begeistert, mit Ihnen und Sokolov zwei so große Persönlichkeiten zu haben. Größtenteils. Lassen Sie uns jetzt. Oder eine Übergeschoss, ja? Renovierungsarbeiten der Corvin-Brücke werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Bis dahin überquert jeder Bürger. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Sie sollten ja lieber an niemanden in der Spiel und den Piero. Wenn sie sich beim Bahn ansehen, kümmert mich nicht. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. Aber ich brauche jetzt oder was? Hallo, ich höre mich jetzt. Nein. Schon in Ordnung. Ein Versehen. In einem so vollen Haus ist es schwer, Privatsphäre zu wahren. Nicht wahr? Wahrhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum... Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren.
bewahren Sie die zeitlose Schönheit. Man macht das Klo zu. Soße, Salatsoße, 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 warte lang, ne? Genau, so. Jetzt ist es open. Aber er ist nicht da, oder? Oh doch. Aber das mache ich offscreen, weil sonst die auch nur wieder irgendwie abspackt. Und wenn ich zu ihm gehe, also ich zeige euch das im nächsten Mal, was ich gekauft oder gemacht habe, was ich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Alter.